Spielt für Premier League Club deiner Wahl. Bei jedem Verein gibt es unterschiedliche Erwartungen und Belohnungen. Bei jedem Club in der ist der Sprung in die Startelf unter Umständen leichter. Dafür können Gehälter und Boni jedoch niedriger liegen. Wähle den Premier League Verein, bei dem Danny Williams unterschreiben soll. Er war doch bei United. Was ist, spricht denn dagegen, dass er weiterhin bei United ist? Da kann ich mal ruhig mich auch wieder anmachen. Dann seht ihr natürlich nicht die Ergebnisse, die Sachen hinter mir. Startelf. Hier wird erwartet zum Beispiel, er muss eine 8,5 oder braucht eine 8, oder es wird, das sind seine Ziele. Vielleicht nicht allzu hoch setzen. Aber Leicester ist auch schon nicht so niedrig. Vielleicht arbeitet er sich langsam auch hoch. Also hier so ganz kleiner Verein. Da wird er dann immer spielen. Abstieg vermeiden. Platz 1 bis 4. Okay. Liga gewinnen. Tabellenmittelfeld. Liga gewinnen. Ist dann die schwierige Aufgabe. Platz 1 bis 6. 1 bis 4. 1 bis 4. Ja. Also bei United. West Ham. Platz 1 bis 6. Ich glaube, ich weiß es nicht. Es ist wirklich nicht so einfach zu entscheiden. Aber ich denke mal, eine etwas kleinere Mannschaft wird es. Crystal Palace, nee. Everton? Vielleicht mal Everton. Und die wollen 1 bis 4 schaffen. Ja, nehmen wir. Komm, Everton. Das ist es. Danny Williams, Saisonvorbereitungstraining für Everton, Sommer 2018. Was ist schlimmer, als zu spät zum Training zu kommen? Ausrutschen und verletzt zugucken zu müssen. Michael! Wieso bist du zu spät? Ich hatte gerade ein Meeting mit Roger über Anlageoptionen und man muss spekulieren und akkumulieren und so ein Zeugs. Klar. Okay. Was machst du hier? Ich hatte ein paar Meetings für meinen Nummer 1 Klienten. Ha, deinen einzigen Klienten. Das Beste kommt immer zum Schluss, nicht wahr? Worum geht's? Ich muss zum Training. Wenn ich zu spät bin, macht Butler mich fertig. Die letzte Saison war hart. Aber du hast die Wende geschafft. Liga-Cup-Finale, hä? Fast den Pott geholt. Ja, ich weiß, dieser kleine Gareth erinnert mich immer daran. Weißt du, Social Media halt. Es ist so. Der Verein ist geteilter Meinung. Oh, okay. Ich bin The Williams. Das wird meine Saison. Was? Geteilter Meinung? Nein, 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 nein. Ich bin The Williams. Ich bin hier der Chef, klar? Klar, ich weiß das und du weißt das auch. Aber du musst die anderen eben auch noch überzeugen. Zum Beispiel in der Vorbereitung, okay? Und jetzt zeig mal diesem Club, wie wichtig du bist. Und denk dran, für mich bist du die Nummer 1. Danny. Ja, Umkleide. Was? Training? Oh, Butler macht mich platt. Okay. Ich brauche einen neuen Job. Ja, auch das Training werden wir nochmal schnell machen. Und danach. 5 gewinnt. Oh nee, das hört sich schon wieder ekelhaft an. Das Team, das zuerst 5 Tore erzielt, gewinnt. Versuche, okay, Flachpass, Schuss. Ah, ja. Okay, ich habe nicht den Ball. Yes. Yes. GG. Richtig gut. Ist nicht allzu schwierig gestaltet. Einfach probiert. Okay. Man kann ihn gerade reinhauen. Oh, guter Versuch. Okay, der war echt nicht schlecht, ne? Den hat er reingestupst. Ah. Oh. Was?
Einfach rausgehauen. Der zuerst 5 hat, ne? Ja, das war nix. Yes, gewonnen. Ein Gegentreffer ist nicht schlecht, ist ein A. Der Gegner hat F, okay. Da war ich schon mal bei so einer Situation sehr verwirrt. Training war in Ordnung. Sprintgeschwindigkeit, sowas. Das ist doch gut, warum gibt's das im Karrieremodus nicht? 5 gewinnt, wo man Sprinten kriegt? Ich weiß es nicht. Okay, damit sind wir mit ihm durch, denke ich. Kommt direkt aufs Konto, glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich in einem Monat. 2 maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick! Alles cool. Ich bring heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenbudenmann. Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also nenn mich den Werbeguru. Du meinst Macmillans? Macmillans Frittenbude? Millis? Ja, ja, wo wir jeden Tag gegessen ja, haben. Ja, Millis. Ganz genau. Das ist großartig. Ja, und du hast die Wahl zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung. Und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Okay, im Laufe, manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau. Danny nimmt eine Radiowerbung auf, die seine Mitspieler vermutlich hören werden. Danny macht Fotoaufnahmen für Macmillans Frittenbude. Ha, da wird er eher verarscht, oder? Eine Radiowerbung, come on. Mann, was werde ich wohl nehmen? Bring mich ins Radio. Ah, großartig. Echt geil. Hey, Adidas als nächstes. Glaub mir, mach dir einen Namen. Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder The Williams. Okay, cool. Mann, das ist Adidas. Ja, das kann sein. Jetzt finde ich ihn schon recht sympathisch. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Hallo? Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na, zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. Macmillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder Roger? Haben wir, Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Ja. Also gib im fernen Osten alles und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Deine Zukunft hängt davon ab, Danny. Ja, klar. Easy, Bruder. Gar kein Problem. Ist er wieder zu spät gewesen. Oh oh. Alex Hunters Team. Alex Hunter spielt für den europäischen Spitzenklub deiner Wahl. Die Trainererwartungen im Hinblick auf den Sprung in die Startelf ähneln sich bei allen Vereinen. Die Gehälter und Boni unterscheiden sich jedoch. Wähle den europäischen Verein, bei dem Alex Hunter unterschreiben soll. Das Komische ist ja, er war ja irgendwie schon mal irgendwo, hä? Ja, aber gut, Startelf 2200, Wochengehalt ist, aha, das sind Boni noch, okay. Überall relativ ähnlich. Ja gut. Wenn er schon nicht bei Real ist, warum auch immer, dann ist er jetzt bei Bayern. Alex Hunter. Saisonvorbereitungstraining FC Bayern München. Wer ist er denn? Sind wir auch nicht am Ende bei Bayern gewesen? Buenos dias, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Ach, war das mein FIFA 17 Spielstand? Hä? Nee. Keine Ahnung. In der Teamaufstellung, bla bla bla, zeige gute Leistung. Genau, kriegen wir hin.
Wir dürfen wahrscheinlich sogar direkt mit dem Spiel loslegen, ne? Oder was sind das hier? 11 gegen 11? Sieht danach aus, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist, hier fehlt ein Spielstand oder so. Bin mir da nicht so richtig sicher. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ulreich ist bei uns im Tor. Und da ist Coman. Gute Leistung, richtig gut. Coman. Ja, Manuel Neuer ist unser Gegner. Mhm. Also der gegnerische Keeper. Nicht nur Neuer alleine. Das heißt, wir haben da schon mal eine schwierigere Aufgabe. Oh. Okay, das lief nicht ganz so schnell, nicht so ganz so gut. Ich muss sagen, es ist schon wesentlich anders, das zu spielen und ziemlich viel flotter als Pro Evolution Soccer. Muss man sich halt auch dran gewöhnen. Ja. Ich habe immer noch nicht diese Anzeige. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Ah, warte mal. Nö, auch das nicht. Wie ist Time Finishing? Ich habe keine Ahnung, Leute. Sorry dafür, dass ich mich noch nicht auskenne. Profi bin ich noch nicht. Okay, come on. Versuche eigentlich schon mit Hunter irgendwie eine gute Leistung zu erbringen, aber noch sehe ich da kein Land. Ich überlege, ob ich das Ganze so ein bisschen zusammenschneide. So, come on. Schönes Passspiel. Mhm. Stellt sich jetzt doch etwas schwierig heraus. ...30 Minuten. Jungs, da muss was jetzt kommen. Ich würde gerne mal jetzt hier einen Treffer sehen. Überhaupt mal einen richtigen Schuss. Das haben wir ja alles irgendwie noch nicht so wirklich gesehen. Auch diese Pässe. Ich muss mich erstmal rantasten. Alter! Mörder-Tackle! Da wollte ihm das Bein abreißen! Ist das Rafinha gewesen? Oh, ja, da konnte er nicht viel machen. Noch stecke ich einfach überhaupt nicht da drin. Was ist denn das? Es geht wirklich echt sehr schnell. Vielleicht muss ich mich erstmal antasten. Schwierigkeitsgrad konnte ich ja nirgends einstellen. Wahrscheinlich ist es auch erst nur fortgeschrittener oder so. Keine Ahnung. Thomas Müller, jawohl. Guter Versuch, guter Versuch. Come on. Erste Hälfte gleich vorbei. So richtig stark keine Seite, ne? Also. Eieieiei. 11 gegen 11 Training. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas dazwischen kommt. Vielleicht zwischen der ersten und zweiten Halbzeit nochmal eine Übungsgeschichte. So eine Trainingseinheit. Ich dachte schon, ey, den hauen sie rein.
Ja, da muss einfach jetzt ein Treffer her, aber das habe ich noch nicht so gepackt. Okay, das war's. Muchas gracias, muchachos. Ach, nur eine Hälfte. Keine 90 Minuten. Okay. Nicht übertrieben. Diese Superagenten sind alle gleich. Die kennen keine Grenzen. Geben wir ihnen eine Chance, ja? Schadet nicht. Alex, wie schön, dass du da bist. Miss Via Bär. das ist mein Agent Michael. Mr. Taylor, der Mann hinter Rising Stars. Ich verfolge Ihre Arbeit seit vielen Jahren. Ein Talenteförderer. Schön, dass wir uns endlich mal begegnen. Das Muschelceviche hier ist unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Sollen wir direkt loslegen? Natürlich. Alex, du hast ja vielleicht schon von Mr. Taylor gehört, dass man als Spieler irgendwann an den Punkt kommen kann, wo man größer ist als der Sport, den man spielt. Wo man zur eigenen Marke wird. So wie Cristiano Ronaldo mit CR7. Das ist aber nur möglich, wenn man neben dem Rasen genauso ein gutes Team hat. Tja, Alex hat schon ein Team, also. Ein Mann ist noch lange kein Team, Mr. Taylor. Ein Spieler wie Alex braucht ein Team, um das Maximum rauszuholen. So intensiv kümmern wir uns nicht um alle Klienten, nur um die Besonderen. Alex, mein Team und ich von Villanova und Partner bieten dir die Chance, mehr als nur ein Fußballer zu sein. Okay. Nämlich ein geldgieriger Roboter. Eine Legende, Mr. Taylor. Bitte, denk mal drüber nach. Ich weiß, das ist eine große Entscheidung, aber ich muss da eben rangehen. Entschuldigen Sie mich? Max, ja, ich bin gerade bei ihm. Wie läuft's bei Sergios Dreharbeiten? Exzellent. Die weiß offenbar, wovon sie redet. Michael. Meine eigene Marke. Was? Die Entwicklung von Alex gefällt mir überhaupt nicht. Ich erkenne einen Coup, wenn ich ihn sehe. Was soll das heißen? Beatrice Villanova teilt ihre Klienten mit niemandem. Und das Muschelceviche hier ist meine Henkersmahlzeit. Erinnerst du dich an Garretts Transfer? Ich habe Marcus Demara dazu geholt, um beim Deal mitzuhelfen. Dieser Superagent, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. So verstehst du das, Alex? Sie oder ich? Danke für die Zusammenarbeit. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Er ist cool. Du weißt, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin, Michael. Aber inzwischen habe ich den Eindruck, als ob es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen, weißt du? Was? Und du glaubst, ich kann das nicht? Bea kann uns gut tun. Arbeitet zusammen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die mit mir zusammenarbeiten will. Sobald die den Fuß in der Tür hat, schießt die mich ab. Überhaupt keine Frage. Also weißt du, diesen Weg kann ich nicht mit dir gehen. Könntest ja wenigstens mal probieren und dann immer noch was anderes machen. Was sie dir anbietet, bedeutet eine Menge Opfer für dich. Verstehst du das? Das sollte dir klar sein. Ein Neuanfang ist nie einfach, Alex. Aber manchmal muss man das Alte loslassen, um das Neue zu bekommen. Oh, Paris. Ist da irgendwie ein... Saisonvorbereitungstour Tokio, Japan. Aber ist das Kim? Also wir waren noch eben gerade in Paris. Ja, Kim. Okay, bin ich ein Fußballer? Ja. Nee. Bin ich einer der Besten der Welt? Beide. Ja, noch Danny. Okay, dann bin ich der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Ja, dann Alexander. Ja. Du bist doch nur neidisch, Mann.
Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Kommst du zum Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht mich fertig. Nacht. Ruht euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu. Doppelter Einsatz? Na klar. Also gut. Komm, mach mal. Bin ich ein Promi? Ja. Okay. Sportler? Okay. Ah, wir sind endlich hier in der Übersicht, wo ich mal wenigstens eine kleine Pause machen kann. Ist das Bushy? Nee, ich dachte, das wäre komisch. Ich werde an der Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und ich sehe fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ich werde das also ich werde das in zwei Folgen oder so aufteilen. Ich gucke einmal. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt Bock gehabt, euch hat es gefallen. Lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das wäre mega cool. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Am I a footballer? Yep. Am I one of the best players in the world? I'll say. Then I am the Sultan of Steppo versus Cristiano Ronaldo. In his dreams. Easy, Alex Hunter. Yeah. You wish. There comes a time.